für Spiel und Jahr für Jahr. Für immer und den Tag. Mein Herz, das schlägt für Rot-Blau. Goal für Goal und Sieg für Sieg. Für immer und den Tag. Mein Herz, das schlägt für Basel. Seit gestern hat man Gewissheit, der Ciriakos Fossa ist nicht mehr Trainer vom FC Basel. Und damit geht ein ganz grosses Missverständnis beim FCB zu Ende. Es ist der 26. August 2020. Der Ciriakos Fossa wird als neuen FCB-Trainer vorgestellt, noch während der Amtszeit von Marcel Koller. Wenige Tage vor dem entscheidenden Göpfinal gegen IB. Es ist die erste von vielen kommunikativen Pannen von Rot-Blau und der Ursprung von einer kaum vorstellbaren sportlichen Talfahrt. Ohne Vorbereitung wird der 50-Jährige an der Basel Seitenlinie ins kalte Wasser geworfen. Der Saisonstart missrotet. Der erste Tiefschlag lässt nicht lange auf sich warten. Als Vorjahres-Viertelfinalist scheidet Rot-Blau schon in der Qualifikation für die Europa League daheim im Joggeli gegen ZSKA Sofia sang- und klanglos aus. Es soll aber erst der Anfang sein. Sportlich ins Rollen kommt der FCB in dieser Saison nie. Eine Handschrift vom Trainer, sie ist auch nie zu erkennen. Zwar kann man sich bis Weihnachten irgendwie auf dem zweiten Platz heben. Der Meisterzug auf jeden Fall, er ist schon beim Jahreswechsel längst Richtung Bern abgefahren. Eine Hoffnung, sie bleibt im neuen Jahr die letzte Chance auf den Titel, der Göpp. Doch es kommt aus Basler Sicht schlimmer als je zuvor. Die Hoffnung, sie stirbt am 17. Februar. Daheim im Joggeli gegen Winterthur. 2:6 geht der FCB gegen den unterklassigen Unter. Ein Debakel für die Geschichtsbücher. Schon dort ist das Fass eigentlich schon längst übergelaufen. Konsequenzen hat diese Schmach für den Ciriakos Fossa aber keine. Erst vor wenigen Tagen kommt man scheinbar dann doch zur Besinnung. Nach der Heimniederlage gegen Vaduz wird die Reissleine gezogen. Der Ciriakos Fossa muss gehen. Was bleibt ist, mit einem Kader, wo man eigentlich um jeden Titel mitspielen müsste, wird Ciriakos Fossa als einer der schlechtesten FCB-Trainer der Neuzeit in die rot-blauen Annalen eingehen. Ein Trainer, der zwar das Herz am richtigen Fleck hatte, aber von Beginn weg nie hätte dürfen als FCB-Trainer engagiert werden. Am Freitag dann stellt sich der Interimsnachfolger an der Basler Seitenlinie, der Patrick Rahmen, erstmals der Media. Am Montag ist er bei uns im FCB total und sie verpassen generell nichts über den FCB online und an dieser Stelle.